Die junge Generation muss auf die politische Agenda. Wir haben mittlerweile als Studenten 4 Corona-Semester hinter uns. Was das bedeutet, ist vor allem Planungsunsicherheit. Wir wissen nicht, ob wir in der nächsten Woche die Vorlesungen und Seminare digital haben, analog oder asynchron, was mit den Freisemesterregelungen vor allem im Jurastudium ist und wie Prüfungen stattfinden, ob sie nachgeholt werden können oder Studenten auf das kommende Jahr vertröstet werden. Dazu kommt, und das ist ehrlich gesagt sehr schlimm, das Thema Einsamkeit unter Studenten. Wir haben mittlerweile lange Warteschlangen für psychosoziale Beratungen. Wir haben die Situation, dass Studenten, wenn sie allein in ihren Studentenzimmern lernen, zunehmend vereinsamen, nicht mit ihren Kommilitonen in die Mensa gehen können oder zusammen in der Bibliothek lernen können. Im gestrigen Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz finden wieder mal Hochschulen und Studenten nicht den Eingang in die Beschlussvorlage. Stattdessen werden klare Öffnungsperspektiven für Clubs, Diskotheken, Großveranstaltungen inklusive Sportveranstaltungen klar definiert, wie da ein Freedom Day aussehen kann. Deswegen fordere ich, die Studenten und die junge Generation muss endlich auf die politische Agenda der Politik nach nunmehr 2 Jahren und wir brauchen einen wichtigen Tag, Stichtag für den Freedom Day für Studenten und junge Leute. Franka, ich gebe dir 100%ig recht. Ich glaube, ihr habt keine Lobby, weil ihr als privilegiert geltet. Das ist jetzt kein Scherz. Menschen haben das Gefühl, auch wenn ich über die Probleme, meine Schwester ist auch Studentin, Betriebswirtschaftslehre besteht jetzt gerade ihren Bachelor, obwohl sie dieses beschissene Home-Studium hatte, hat sie großartig gemeistert. Aber ihr habt keine Lobby, weil viele euch als privilegiert empfinden. Und das ist falsch, weil viele sich das Studium ja auch finanzieren müssen, sie müssen arbeiten gehen. Aber weißt du, was ich am schlimmsten finde? Ich kriege andauernd im Moment Leserbriefe von Studenten, die gar nicht mehr studieren dürfen, wegen der Einrichtung. Einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Und das finde ich fast noch schlimmer, neben eh schon den letzten 4 Semestern, die furchtbar für euch alle waren. Ich hätte mein Studium gar nicht durchgezogen, kann ich hier und heute sagen. Ich brauchte die enge Betreuung mit dem Professor. Ich musste es noch mal erklärt bekommen, manchmal nach einer Lecture. Und deswegen finde ich das ganz schlimm. Es werden da Lebensträume genommen, entweder durch die einrichtungsbezogene Impfpflicht oder weil Studenten auch einfach aufgeben. Ich hätte es auch nicht im Homeoffice geschafft, niemals. Und deswegen finde ich das unfassbar wichtig, dass du das Thema mitgebracht hast. Und das Wesentliche an einer Universität, an einem Universitätsleben, ist ja der intellektuelle Austausch. Ja. Also die berühmtesten Universitäten der Welt sind Universitätsstädte, Heidelberg, Tübingen, Oxford. Nicht nur der Intellektuelle übrigens. Absolut, aber manchmal ergänzt sich das ja auch. Absolut. Man kann sich auch in den Geist verlieben, wie wir sicher schon erfahren haben. Genau so. Was mich am meisten wundert, und es ist, glaube ich, nicht angekommen, Studenten sind mittlerweile knapp 3 Millionen in Deutschland. Mhm. Von 82 Millionen ist das nicht mehr wie vielleicht vor 40 Jahren eine Mini-Minderheit. Das ist eine Statusgruppe, die so nicht stattfindet. Ich habe dazu nur 2 Sachen beizutragen. Das Absurdeste, was ich gelesen habe, kommt von der Uni Greifswald, wo die Universitätsleitung den Studenten Vollbärte untersagt hat. Die müssen sich abrasieren, gut, da bin ich auch dafür. Damit die FFP2-Maske passt und sich eng anliegt. Das ist ja wirklich der Hammer schlechthin. Aber über Vollbartverbot sollten wir trotzdem meinen. Ist das die Wahrheit? Das ist die Wahrheit. Echt? Wirklich, die müssen sich rasieren. Oben dürfen sie stehen lassen, da passt die Maske drin, aber unten Willi, nicht. Bist du ganz sicher? Da kommen die Viren hervorgequollen. Ich bin das ganz sicher. Faktencheck, also zweitens, das muss ich sagen. Ja, ja. Ganz einfach im Internet zu finden. Zweitens. Da werden wir eine Anfrage mal an die Studierenden stellen. Müssen sich wehren. Sie müssen auf sich aufmerksam machen. Wer einfach zu Hause sitzt und vor sich hin studiert, der fällt nicht weiter auf. Von den Kultusministern ist nichts zu erwarten. Mhm. Auch von den Universitätsleitungen nicht. Ihr müsst auf der Straße sein. Vielleicht solltet ihr euch, das ist ja jetzt sehr in Mode gekommen, Sitzblockade in der Bibliothek. Irgendwo festkleben. Also vor in der Bibliothek festkleben. Vor der Einfahrt des Kanzleramts festkleben, wenn Herr Macron zu Besuch kommt. So dass der also dort 20 Minuten warten muss, bis er wieder gelöst ist. Und jetzt sind wir in der Natürlich, es geht nicht ohne. Der Herr Jörges hat noch eine revolutionäre Komponente. Das ist gut, dass er das erhalten hat. Wenn ich eine kleine Bemerkung machen darf, ich teile das, aber was mich noch viel mehr stört, sind die noch kleineren. Weil die haben noch weniger eine. Ja. Und die Schülerinnen und Schüler, die in den Kitas und die dann betroffenen Eltern, die sind wirklich die Verlierer der Pandemie. Die Studenten haben ja wirklich die Chance, sich zu wehren und machen das ja auch ein bisschen. Aber sind die wirklich, also, dass die noch weniger Lobby haben, sehe ich nicht so. Also allein schon, wenn man die Berichte in Zeitungen anschaut, über die Kinder, und das machen wir ja auch, und ich finde das auch richtig und wichtig, über die wird auch viel berichtet. Die Studenten sind für mich auch eigentlich auch große Verlierer. Also der Punkt aber ist... berichtet und schauen Sie mal... Warum sollte man zwei gegeneinander aufwiegen? Nein, ich wiege sie nicht gegeneinander auf. Ich will nur ergänzen. Genau, das habe ich auch
genommen. Ich finde es zum Punkt 1. Im Corona-Beschluss von gestern steht drinnen, ja, die Schüler und Studenten, wissen wir, haben, also wir solidarisieren uns mit denen, die haben also da Probleme, wir sehen die Einsamkeit etc. Mehr nicht. Ja. Was soll das? Also was hat so einen Satz im Beschluss von der MPK zu suchen, anstatt das mal zu diskutieren, breit und aufzunehmen. Was heißt das, ne? Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, könnte man nachvollziehen, aber es ist tatsächlich so, dass man eben davon ausgeht, Studenten sind Erwachsene, sind junge erwachsene Leute, die können sich organisieren, die können da quasi klare Standpunkte setzen, aufwiegeln etc. Und das ist eben, glaube ich, das Hauptproblem. Man geht davon aus, das sind junge Erwachsene, die können das schon selbstständig machen. Hm. Wenn man aber jetzt im zweiten oder dritten Semester studiert, woher wissen Sie, wer Ihre Kommilitonen sind? Woher wissen Sie, wie Ihr Campus von innen ausschaut? Und das ist wirklich der Kernpunkt, weswegen ich auch heute hier bin und das Thema mitgebracht habe. Weil ich glaube, aber der Zwist ist nicht bewusst. Entschuldigung, Frau Bahnfeld, ist es nicht auch wirklich so, leider, dass viele der Student oder wie man heute modern sagen müsste, Studierenden. Studenten reicht. Studenten, Strich Studierenden, Unterstrich Sternchen Studierenden, dass die meisten dieser Mentalitätswandel und diese Obrigkeitshörigkeit, für die ich vorher angesprochen habe, voll unterstützen. Ich sehne mich ähnlich wie Herr Jörges nach einer Studentengeneration, die das, was der Staat vorschreibt, schrecklich findet. Wenn ich junge Leute sehe, die finden das alle toll. Die finden womöglich auch Lauterbach toll. Wo ist denn euer revolutionärer Geist hin? Wo ist denn der Geist hin? Der RCDS ist hier. Gut. Wenn er mal da ist, hält er ein ganzes Leben. Ja. Nein, also das ist... Vielleicht würde sogar Herr Jörges mit demonstrieren gehen. Ich wollte gerade anbieten, wenn ihr euch vor dem Kanzleramt anklebt, klebe ich mich mit an. Aber, und zwar mit Vollbart. Den Vollbart ankleben am besten. Es gibt ja nicht nur Omas gegen rechts, dann gibt es auch Opas für Studenten. Ja. Ich glaube, der Punkt ist, die Studenten haben sich sehr solidarisch verhalten. Ja. Sie waren die Gruppe, die auch wussten, wir sind junge Erwachsene. Ich sag lieber nichts, natürlich erst die Älteren und Schwachen und auch wichtig die Schulen, die Kleinsten und so weiter. Nur, und das war bis zu einem bestimmten Zeitpunkt auch okay, ja, wo ich auch sage, gut, wir sind am Anfang der Pandemie, wir verhalten uns jetzt erstmal solidarisch, wir sind jetzt ruhig. Finde ich schon ein falsches Wort, aber gut. Nicht, also das quasi war nicht meine Meinung, sondern also im schönes Wort. Im Ganzen. Und dann aber, dass trotz dessen nach 1,5 Jahren oder nach 2 Jahren jetzt nichts mehr passiert ist, also quasi wir so in Vergessenheit geraten sind und vielleicht auch noch nie auf der Agenda waren wahrscheinlich, da mache ich nicht mehr mit. Die für mich entscheidende Frage ist, wie reflektieren Sie denn als Studierende das, was Sie in den letzten 2 Jahren erlebt haben? Was schafft das für eine Studentengeneration? Mit welchem Bewusstsein kommt die jetzt hier raus? Ja. Was lässt sie sich nicht mehr gefallen? Was lässt sie sich gefallen? Welche Schlussfolgerungen zieht sie aus dem allen? Wenn ihr euch natürlich nicht unterhalten könnt, weil ihr euch gar nicht seht, ist das schon mal schwierig. Aber Sie jetzt als Person gefragt, was ist Ihre Haltung nach 2 Jahren? Wir müssen uns da vereinen. Und die Politik auffordern, und das ist halt das Nächste. Hochschulpolitik ist immer ein Landesthema, also vor allem an die Landesregierungen rantreten und da Druck machen. Das ist so ein Flickenteppich, den wir während Corona an den Hochschulen, teilweise unterscheidet sich ja das zu Fachbereichen und Dozenten, ob man digital oder in Präsenz Man erreicht ja auch digital kaum jemanden. Also ich weiß nicht, wer mit mir in meinem Seminar studiert hat. Das waren 11 Studenten, weiß ich hinterher, weil die Noten dann mit Matrikelnummer quasi versendet wurden. Das waren 11 an der Zahl. Ich wusste nicht, wer ein halbes Jahr den gleichen Kurs mit mir hatte, konnte mich nicht austauschen. Nicht mal über, ich sag mal, datenschutzkonforme Chatpools, das gibt's alles, das gibt's auch unser System her. Aber wenn der Professor das nicht anlegt, weil ihm das egal ist, er 6 Videos hochlädt, ich mir die Videos anschauen muss, stundenlang, Fragen nicht beantwortet werden, dann ist das ein Riesenproblem. Und dann deswegen mein letzter Punkt, auch Professoren, Dozenten und die Hochschulen sind in der Verantwortung, nicht nur die Politik, aber vor allem die, da uns Studenten wahrzunehmen. Ich sehe jetzt mal meine Schlussfolgerung. Der RCDS war ja früher eine kreuzbrave Organisation. Nein. Ist das jetzt anders geworden? Das ist jetzt anders geworden. Gut.